Stierbrandy. Plus 15% Schadenresistenz. Zellflüssiges Getränk, das als Opfergabe für Pith gebraut wird. Ach genau, das hatten wir schon, weil da war ich immer noch Longevity oder wie das Ding auch immer heißt. Das habe ich gegoogelt, ich weiß aber nicht mehr, was es heißt. Lebenswein. Überleben eines Angriffs, der zur Niederlage geführt hätte. Cremig, nussiger Geschmack, der Mut und Selbstvertrauen hervorrufen soll. Lieblingsgetränk von Pistoleros und anderen risikofreudigen Typen. Schlimonade. Wiederherstellen der Gesundheit entsprechend 5% des verursachten Schadens. Oh. Oh, nee. Nebenwirkung, minus 66% Gesundheit und Tonikumspotenzial. Nein, danke. Intensiv saurer Geschmack, bekannt für eine belebende Wirkung. Langanhaltender, bitterer Nachgeschmack. Ja, okay. Ach, du hast mir was zu sagen. Ach genau, das Pickernest. Frag nach dem kleinen Nest aus dem Coalford-Kessel. Diese Vögel können wohl überall nisten, oder? They said the wild could never be tamed. If only they could see us now. So, dann können wir mit ihm hier bestimmt noch quatschen. Frag sie ja nach dem kleinen Nest, blabla. Ist es normal, dass das Ei ein dumpfes Piepen von sich gibt? We're all a little short on friends these days. So that's a welcome sight. Tiersitter, Errungenschaft freigeschaltet. Kommt er wieder? Hallo? Halt. Flieg! Gotta watch your fingers around that little guy. Ach, wie süß. Nix ist im Briefkasten los. Was haben wir hier? Feuerkarussell. Okay. Eine Fertigkeit, die ein gleichzeitiges Rotieren und Flammenwerfen verursacht, entwickelt von einem berüchtigten Zirkusartisten, dem seine Akrobatik wichtiger war als die Sicherheit seiner Mitmenschen. Machen wir das Verkohlte auch noch, weil dann haben wir ja alles wieder leer gekauft. Und das befriedigt mich sehr. Dann haben wir hier eine Gedenkstätte noch was. Was war das? Die verlorenen Andenken entdecken. Beschaffe die verlangte Anzahl von Andenken, die in der Landschaft verteilt sind. 15 Stück. The culture. A still life of old unwanted keepsakes. Nice. Trage auf deinen Reisen. Achso, okay. Da fehlen uns jetzt nur noch 3000. Nur noch. Bestienarten. Okay, da fehlt uns nur noch eine Bestienart. Besiege 10 oder mehr Feinde mit einem einzigen gut gezielten Schuss. Ah, dann was ist hier das hier? Besiege 20 Feinde mit einem einzigen kontinuierlichen Angriff ohne selbst Schaden zu nehmen. Oh, das ist, hört sich schwierig an. Genau, aufleveln. Da war ja was. Na. Etwas Übles. Getränkter Lumpen. Dieser übel riechende Treibstoff hält lange vor und brennt rückstandslos. So, was haben wir denn hier? Treibstofferzeugung. Und Flammen streuen weiter. Machen wir erstmal hier die... Ich könnte das ja auch mal komplett vorlesen. Erneuerbarer Treibstoff. Plus 20% Treibstofferzeugung. Eine chemische Verbindung, die schneller als gewöhnlich oxidiert. Für länger anhaltende Flammen und weniger Pausen. Flüchtiger Treibstoff. Flammen streuen weiter. Eine instabile Substanz, die heißer als gewöhnlich abbrennt und einen weiteren Feuertrichter erzeugt, der ein größeres Gebiet erreicht. At least it won't get cold around here with that thing around. Also Napalmbehälter. Warum? Oh, einen Moment. Oder?
ich glaube, mein kleiner Fernseher gibt so langsam den Geist auf, weil der stellt sich immer von selbst um irgendwie. Der geht in einen anderen Kanal rein, warum auch immer. Ups. Ich weiß nicht warum. Los, HDMI. So. Ein gefährliches Verdickungsmittel, das die Flammen am Ziel haften und verbrennen lässt. Thermitbehälter. Ein Schaden pro Flamme. Ein Pulver, das extreme Hitze und damit noch verheerendere Flammen erzeugen kann. Machen wir aber das hier. On the inside, a fire bellows ain't nothing like its more popular air-spitting cousin. Oh. Flammen lähmen Feinde. Eine spezielle Modifizierung, durch die das Gerät giftige Dämpfe absondert, die die Beweglichkeit des Ziels einschränken. Das hört sich sehr gut an. Treibstofferzeugung. Effekt mit erneuerbarer Treibstoff kombinierbar. Ein Auspuffsystem, der das Gerät kühler laufen lässt, aber die Auspuffhitze konstant hält, was den Treibstoffverbrauch verbessert. Without an insulated air okay. Intake, that thing's liable dann gucken wir mal, was wir. Achso, ich kann jetzt eh nicht mehr verbessern. Was habe ich denn momentan? Momentan habe ich den Bringerbogen. Kann ich nichts ändern mehr. Ich guck einfach mal jetzt, wo ich noch was machen. Hier kann ich was machen. Legierungsspitze. Plus 20% kritische Trefferchance. Effekt mit scharfer Schneide kombinierbar. Eine nahezu unverwüstliche Spitze, die problemlos an lebensbedrohliche Bereiche vordringt. Schleimbeutelspitze. Lähmungsangriff. Angriffe verursachen Schaden über Zeit. Effekt mit gezackter Schneide kombinierbar. Eine vergiftete Spitze, die kleine versteckte Behälter mit Schleimbeutelgülle enthält. Mach mal das. So. Jetzt habe ich einfach mal alles verballert. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nö, dann machen wir das nächste Level. Oh, was ist hier? Achso, das hatten wir ja schon, ja. When one type of firepower ain't enough, there's always the carbine and the bellows. Hab ich... Ja, damit hab ich schon. Dann nehme ich hier die Blechmuskete hin. Blechmuskete. Da ist die Blechmuskete. Ich weiß zwar nicht mehr, was da das Ziel war, aber... We spotted a pecker carrying a shard to Mount Zan. Grady Brennofen, Übungsgelände. Was zu sperrig für den Schrottplatz war, konnte jederzeit hier verbrannt werden. Grady Incinerator is where we sent off all our trash to be burned or be eaten by the wilds. Warte, ich nehme schon 40 Minuten auf. Ach, welcome to Grady Incinerator, home of the hottest winds east of Ceylandia. In all seriousness, the incinerator was a dump, and it had a problem with peckers. Okay, das sieht so, als ob wir wieder Picker frittieren, bevor die Zeit abläuft. Okay. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir wieder Gegenstände kaputt machen müssen, weil hier vorne halt alles voll steht. Blasted things would swoop in and spread trash all around until we started using fire. We couldn't just torch them all at once. We had to use restraint. Ah, das ist spaßig. Entschuldigung. Keeping the incinerator clean is a paying job, but not a pleasant one. Ich muss gar nicht alle machen. Ah! Okay. Oh, jetzt haben wir hier einmal für unser Dings.
Feuerspeiding und für die Dings. Für die andere Dings und die Dings und die Dings. You know how we kept the city clean? We put all our trash in the gritty incinerator. Okay. Ich muss gerade mal Dennis nachmachen. Packers that flock together were easy pickings. Und da habe ich schon das. Ja, ich hab's doch, oder? Ja, erster Preis. Oh, das war so easy. Irgendwie wird das immer einfacher. Aber ich sag das mal jetzt nicht laut. Feuerring. Ja, Skyway. Und wir haben eine Aufgabe gelöst. Who knows why we fought so hard to defend our own trash? Holen wir die erstmal ab. Dann geht nämlich Cash. The cinders kept the city good and warm. Made it thrive. Ach genau, aufleveln wollte ich. Geht nicht. Geht nicht. So. Haben wir hier unten noch irgendwas, was wir kaufen können? Nee. John! Ab ins nächste Level. Sandberg oder Zandberg. Später geordnet. Er verbirgt sich unter den Überresten eines heiligen Bergs, der einst einer reichen Tier- und Pflanzenwelt erfreute. Eine reiche Tier- und Pflanzenwelt erfreute. Not much left of Mount Zan nowadays. It's like a cross between a zoo and a prison break. Can't rightly call Mount Zan the mountain anymore. Es ist sehr waldig hier. There's no more mountains now. War das? So they figure they'll hold out right here on a slab of mountain the Calamity forgot. There's no place left for the beasts of the wild to go. Oh, ich hoffe mal nicht, dass das ganze Level so ist. Was ist das? Oh, das ist so nervig mit dem ganzen Wald. War da noch einer? Ach, guck mal hier. Etwas Schmieriges. Good thing for those beasts, the Calamity saved leftovers. We only found their little lair, because they found themselves a little shard. Aber das hier mit dem kleinen See ist auch voll niedlich. Gleich hin. Ah.
Oh Mann. Hä? Wow. Those beasts been hoarding all the valuables they could find. Wertvolle Gegenstände. Okay, das sieht ganz gut aus. The creatures of the wild, they've been building a bastion of their own.